Mann, 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 Mann. Das waren noch gute Spiele, ey. Das waren noch gute Spiele. Boah! Scheiße, ich muss ja Ben an sein Neuzugänge-Video erinnern. Oh mein Gott, auf geht's! Mein Gott, diese verfluchte Steuerung, jetzt lauf nach links, lauf nach links! Das gibt's doch nicht! Oh mein Gott, diese verfluchte Steuerung! Wow! Oh, ich glaube, das ist mir jetzt ein bisschen zu echt. Ich glaube, ich sollte lieber meine Neuzugänge drehen. Hey Leute, willkommen wieder bei Bannermeister und heute geht es um mein Neuzugänge-Video für den Monat Mai im Jahre 2015. Ja, wer Du wieder an schreist? meiner Seite dabei ist, ist. Ich, die Mary. Ja. Mach mal wieder das Video schön. Hoffe ich doch. Spaß. Ja, es ist mal wieder eine ganze Menge zusammengekommen, auch wenn das eigentlich jetzt ohne die Amiibo-Figuren gar nicht so viel aussieht. Aber ja, fangen wir einfach an und ich zeige euch mal, was ich mir diesen Monat alles Schönes gegönnt habe, wofür ich mein Geld ausgegeben habe, statt der Mary was zu essen zu geben. Ja, fangen wir an mit folgender Sache. Eine Amiibo-Figur namens Marv. Ja, den habe ich schon, aber jetzt habe ich ihn auch ein zweites Mal, also Voller eine Haare. ausgepackte Version, volle Haare. Ja, den habe ich mir gekauft für 7,50 €. Die Mary darf das natürlich vorsichtig an die Seite stellen und nicht in den Mund nehmen. Dann habe ich mir mal gegönnt die Splatoon Amiibo vom Inkling Junge. Die hat mich gekostet 14,99 €. Das Spiel habe ich leider noch nicht, aber schon mal die Amiibo. Wo bleibt mein Splatoon? Ich hoffe, es kommt Montag. Ja, ich will es unbedingt spielen. Ja, Auch dann voller habe ich Haare. natürlich auch die andere Amiibo von Splatoon gekauft, die weibliche Variante und genau der gleiche Preis, 14,99 €. Und wo ist der Squid? Ja, der kommt dann in der Special Der ist Edition. hier! Oh, da ist er ja schon, Ach, wow! Das ist eine Krake. Na, das ist die Woll-Amiibo vom Squid. Oh yeah! Wow! Ja, machen wir die mal lieber an die Seite. So, was haben wir denn noch gekauft? Weiter geht's hiermit. Eine Peach Amiibo und die hat gekostet 11,90 €, war so ein bisschen teurer als Marv, aber ja, sie taugt, was sie taugen soll. Sieht die nicht aus, als würde sie hinfallen? Ja, ein bisschen ja. Rette mich, Ben! Nein, nein. So, dann kam eine Amiibo dazu namens Fox. Auch, wie ich finde, ein sehr cooler Charakter. Ich mag ja auch die Fox-Reihe. Gekostet hat er 11,11 €. Was für ein cooler Preis. Dann haben wir hier die Samus Amiibo, die ich immer noch sehr, sehr schick finde, für 12,89 €. Dann die Toon Link Amiibo, die jetzt für mich gratis war, weil das war ein Tausch mit dem lieben Rex. Also vielen Dank nochmal an dich, Rex, dass du mir den besorgt hast, weil bei mir habe ich den im Laden nicht mehr gefunden und ich wollte ihn natürlich auch haben. Also war das ein Tausch mit Toon Link. Da, wo Toon Link ist, da ist natürlich Sonic nicht weit, was für eine dämliche Überleitung. Aber ja, auch Sonic habe ich mir jetzt mal geholt für 12,99 €. Auch wenn die Packung oben leicht beschädigt ist, aber vielleicht kriege ich nochmal eine bessere und packe diesen dann aus. Wer weiß, wer weiß. Aber das sehen wir Was dann für ein später. Luxus. Ja. Dann haben wir hier eine Amiibo von Donkey Kong für 11,11 €. Auch wieder ein interessanter Preis. Aber auch diese Amiibo habe ich dann jetzt in der Sammlung. Nimmt das jemals ein Ende? Nein. Dann noch die Amiibo von Pikachu. Eine sehr niedliche Amiibo, wie ich finde, Ja, für voll süß. 12,89 €. Auch das kam dazu. Die hat eine Kratzer. Oh. Obwohl sie eingepackt ist. Ja, dann eine Amiibo, die ein bisschen seltener war, dann jetzt letztens Nachlieferungen bekommen hat, aber schon wieder ausverkauft ist. Nämlich Meta Knight, den wollte ich auch haben. Der sieht nämlich auch ziemlich cool aus, wie ich finde.
und gekostet hat das ein bisschen mehr, nämlich 20,24 €. Also ein bisschen mehr über dem Standardpreis, aber noch akzeptabel. Dafür, dass ich ihn unbedingt haben wollte, war das für mich okay. Und ja, da sieht er so komisch dreckig aus, aber das muss so sein. Ich habe ihn selber geprobiert. Ja, dann kam noch eine Amiibo dazu, die ich auch ganz gerne haben wollte und die ich auch von der Farbe her immer sehr mag. Nämlich Bowser, der ganz böse Cooper. Und gekostet hat er mich auch wieder 11,11 €, mhm, und der ist ganz schön schwer. Aber er ist halt fett. Was soll man machen? Mann, stopp doch mal ab hier. So, jetzt erstmal kurz eine Pause mit den Amiibo und ich zeige euch ein paar andere Sachen. Da haben wir hier unter anderem diese Figur hier von World of Nintendo. Das ist dann der gute alte Link aus Skyward Sword mit Schwerthalter und mit einem mysteriösen weiteren Accessoire, ja, wo ich nicht weiß, was es ist, was in einer kleinen Kiste verpackt ist. Ja, gekostet hat mich das 9,99 €. Voll die Actionfigur. Kann man sicherlich nicht hinstellen, sollte man aber eher mit spielen. Hätte ich als Kind vermutlich getan. Da kann man Hyrule mit retten. Bin ich mir sicher. Boah, da kannst du so richtig mit dem Schwert. Und ich würde ja gerne wissen, was da drin ist. Bestimmt ein Ocarina. Kaufst du dir und mach deine auf? Nein, ich bin so klein. Ja, so, dann kam etwas dazu von Club Nintendo. Wie ihr ja wisst, gab es da die Majora's Mask Lampe. Und ich habe hier so ein paar Stück davon, deswegen zeige ich euch das mal. Hier haben wir eine Majora's Mask Lampe. Oh, eine Spinne an meinem Kopf, eine Spinne! Und dann haben wir hier eine Majora's Mask Lampe. Jetzt darfst du reden. Ja, langsam wird's albern. Hä? Die armen Leute, die wollen sich jetzt bestimmt wieder in Fetzen reißen. Was wollen sie? Ach, nichts. Habe ich da was gehört? Was? Oh, nur was ganz Neues. Ach ja, noch was anderes, eine Lampe. Also wie ihr gesehen habt, ich habe 7 Stück dieser Lampen und sie sind alle neu und original verpackt. Und gekostet hat mich das nichts, eine ganze Menge Nintendo-Sterne. Aber gut. Was soll das nur? Ja, weiß ich auch nicht. So, dann habe ich mir etwas gekauft, was auch nützlich für mich war, nämlich ein Schraubenzieher. Das ist allerdings eine andere Größe als den ich schon hatte. Also ich habe mir ja mal einen gekauft, um Super Nintendo Module und so weiter aufzuschrauben. Das ist aber eine andere Größe, um Konsolen aufzuschrauben. Weil ich das für einen N64 gebraucht habe, habe ich mir den mal gegönnt für 4,48 €. Kann man sogar benutzen, genauso wie das. Wow, ich habe das Video. Geil. So, ja, dann habe ich etwas Cooles bekommen. Das war ja auch ein Tausch, was mich sehr gefreut hat. Also vielen Dank nochmal. Ein grünes Nintendo 64 in der Jungle Green Variante mit Expansion Pack. Es gab auch einen grünen Controller dazu mit dem eingebauten GameCube Stick, also der ein bisschen besser ist, was ich auch besser finde. Und ein Transfer Pack war auch noch dabei. Also saucoole Sache nochmal und vielen Dank für den Tausch. Ein richtig cooles N64 und stellt es am besten auf den Boden. Ich finde diese Konsole so ultra hässlich. Ich finde sie mega schön. Ihr stimmt ab. Findet ihr sie schön oder hässlich? Nichts gegen den, der sie dir verkauft oder getauscht hat, aber... Also ich liebe sie. Pfui. Ich spiele gerade nur noch auf der. So, da wo ein N64 ist, darf ein N64 nicht fehlen. Da habe ich mir noch ein zweites geholt. Das ist allerdings jetzt eine japanische Variante, die ich so lange schon haben wollte, weil ich ja japanische N64-Spiele besitze. Unter anderem schon Ocarina of Time und Majora's Mask schon sehr lange. Und ich die nie spielen konnte. Und jetzt konnte ich sie endlich ausprobieren und weiß endlich, dass da durchgespielte Spielstände draus sind. Total geil. Und ja, das habe ich mir gekauft mit einem Controller und den Kabeln für 5,26 €. Aber da kam leider noch ein bisschen teurer Versand hinzu, weil das ja aus Japan kam. So ungefähr 20 €. Und beim Zoll landet es auch noch, also nochmal 5 €. Also war das doch ein bisschen teurer als 5 €. Aber ich finde die übrigens wegen der Farbe hässlich, nicht wegen der... Immer noch ein guter Preis, wie ich finde. Ja. Bestimmt schön verstrahlt. Wahrscheinlich. Aber sie funktioniert. Oh, was für ein böser Witz. Böser Witz. So, was haben wir dann hier noch? Dann haben wir hier das hier. Da habe ich auch mit einem guten Kollegen etwas getauscht. Also auch hier an der Stelle nochmal einen lieben Gruß an dich. Und bekommen habe ich in diesem Tausch folgendes. Ein The Order T-Shirt. Das habe ich auch übrigens gerade an. Hey! Ja, das ist ja beim Vorbestellpack hier dabei gewesen. Und wenn man das Spiel vorbestellt, hat man dieses geile T-Shirt bekommen. Dazu gab es dann noch von ihm folgende Spiele. Einmal für die PS3 Resident Evil 6 in der Anthology-Version.
Eigentlich waren hier Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5 auch noch dabei als Download-Code. Diese sind aber hier schon verwendet gewesen und sind schon verwendet soweit. Das wusste ich aber auch vorher, hat er mir gesagt. Also das ist eigentlich nur Resi 6 in einem cool aussehenden Pappschuh. Ich finde echt schön. Ich hatte das Spiel nicht und ich habe wirklich immer nur Schlechtes davon gehört. Ich werde es mir dann jetzt mal ansehen und ich bin ja wirklich sehr vorsichtig. Es wird wahrscheinlich sehr schlecht sein, aber... 5 war ja schon nicht so geil. Ich kann es mir dann mal angucken mit der Mary zusammen und dann rocken wir das richtig. Mal ja, und eine Sache gab es auch noch in dem Tausch mit dazu, nämlich Far Cry 4 in der Limited Edition. Ein Spiel, was ich schon gespielt habe und auch sehr gut finde. Also da freue ich mich wirklich sehr, das jetzt mal weiterspielen zu können. Und ja, das war in diesem Tausch. Vielen Dank nochmal. So, dann gab es hier etwas, nämlich ein Paket von einem guten Kollegen bei PSN, was ich euch ja gesagt hatte, hatte ich auch ein Video zu gemacht, von Nerf Gear Zero. Und da war Folgendes bei, einmal dieses Lösungsbuch zu Pokémon Alpha, Saphir und Omega Rubin. Und dazu gab es noch in dem Paket, das habe ich jetzt hier alles noch im Paket gelassen, das mache ich jetzt mal im Schnelldurchgang, einen aufblasbaren Pokéball als Wasserball, cool. Ein großes Poster, eine Ersatzhülle, noch eine Hülle mit AR-Karten, eine Assassin's Creed Münze, die ist groß. Ein Kirby in Plüsch, ein Pikachu als kleine Lampe, der aber leider die Batterie nicht mehr funktionstüchtig hat. Die kann man nicht mal rausnehmen, was ist das? Dann ein Buch von Assassin's Creed, was auch in einer Edition dabei war. Was ist da drin? Dann Disaster Day of Crisis für die Wii, was ich leider immer noch nicht gespielt habe. Ich weiß geil wie, ich habe gesagt, ich spiele es, aber ich habe es immer noch nicht gemacht. Ich sollte es endlich mal machen. Ein Gameboy-Spiel namens Shrek 2. Ein, wenn ich das rausbekomme, eine OVP von dem 2DS in der Pokémon-Version, da ist aber nur die Verpackung. Ein Pokémon Blattgrün für den Game Boy Advance. Und wenn ich es dann wirklich rausbekomme, ein Lesezeichen oder sowas ähnliches von Assassin's Creed 3. Ja, das war ein Paket, was mir der liebe Nerf Gear Zero geschickt hatte. Also vielen Dank dafür nochmal und auch dafür habe ich jetzt nichts ausgegeben. Also vielen, vielen Dank. Sehen die nicht nett aus? Ja. Benutzt jemand heutzutage Sammelbücher, würde ich sagen. Lösungsbücher? Sind doch eher so antwortet das in den Kommentaren. So, dann habe ich noch ein Paket bekommen. Da gab es jetzt kein Video. Nämlich vom lieben Sören. Also vielen, vielen Dank an dich dafür. Ich grüße dich hier ganz, ganz lieb. Es war nämlich Folgendes. Er hatte mir geschrieben gehabt, also beim letzten Neuzugänge, da habe ich euch ja gezeigt, dass ich mir die kleinen World of Nintendo Figuren von Link und Tetra gekauft habe und habe gesagt, dass mir die von Ganondorf noch fehlt und die gab es bei mir nicht und im Internet war die überteuert, also nicht mehr für den Standardpreis zu haben und so viel wollte ich dafür jetzt auch nicht ausgeben. Und er schrieb mir dann, dass er eine organisiert hat, ob wir dann einen Tausch machen können und das haben wir dann auch gemacht. Also vielen, vielen lieben Dank nochmal, da hat er mir dann ein Paket zukommen lassen, wo dann auch diese tolle Ganondorf-Figur drin war. Jetzt habe ich diese drei sozusagen komplett aus der Zelda-Reihe und bin sehr froh darüber. Also vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank an dich. Das packe ich jetzt aber mal hier ein, das geht gerade besser. Dabei hat er mir auch noch hier so eine 100 besten Spielezeitung reingelegt, so ein Werbeflyer von Monster Hunter, so ein paar kleine Pokémon-Karten und Dragon Ball-Karten und einen 3DS-Stift. Und eine Tasche vom Nintendo DS von Pokémon Weiß Edition 2. Ja, das alles war dann von ihm, ein kleiner Tausch. Also, Gruß an dich und Dankeschön. So, dann geht es... Achso, hier war noch was. Das war auch noch dabei von Crash Bandicoot, was mal so ein McDonald's-Spielzeug war oder so ähnlich. Da muss ich mal neue Batterien reinmachen, dann geht das vielleicht auch wieder. Ja, das war auch noch dabei. Willkommen. So, die Mary möchte sich das angucken. Ja, dann habe ich hier jetzt den nächsten Haufen. Da kommt nämlich noch ein bisschen was dazu. Na, das sieht nur so aus, ist aber nicht. Okay. Da habe ich nämlich jetzt endlich Bravely Default für den 3DS. Ich hätte gerne die Special Edition davon mit der Figur, aber vielleicht kriege ich die irgendwann noch irgendwie. Aber jetzt habe ich zumindest schon mal das Spiel an sich mit Verpackung. Ich hatte es ja jetzt schon als Download-Spiel, aber jetzt habe ich es auch mit Packung, was ich haben wollte. Da grüße ich jetzt mal ganz lieb den Dominik. Also vielen, vielen lieben Dank an dich nochmal, weil das war nämlich auch ein Tausch mit ihm, wo ich das bekommen habe. Dominik. Also wirklich vielen, vielen Dank. Dass du es jetzt erst hast.
Ja, das war mir immer zu teuer, aber es soll wirklich sehr gut sein. Ich bin echt gespannt. Ich soll es dann endlich mal spielen. So, dann habe ich mir etwas gekauft für den 3DS, nämlich Monster Hunter 4, aber in der japanischen Version, habe ich bei eBay gefunden und habe ich da mal mitgenommen für 10,50 Euro. Ja, ob das jetzt so günstig oder teuer war, weiß ich jetzt nicht, weil es in Japan ja auch schon ein bisschen länger draußen ist. Aber da habe ich das jetzt auch in Japanisch. So, dann habe ich ja hier das Spiel gekauft, das habt ihr auch in dem Video gesehen, Borderlands The Handsome Collection. Und ich habe auch nur dieses Spiel behalten, die anderen, die da im Paket waren, habe ich nicht mehr. Und wenn ich das Ganze so hin und her rechne, habe ich ungefähr für dieses Spiel jetzt 20 Euro ausgegeben. Und das, finde ich, ist auch ein guter Preis, da das sonst noch ein bisschen teurer ist. Und ja, bin froh, das jetzt zu haben. Also auch danke nochmal da an die Person, von der ich das habe. Was ist daran jetzt so handsome? Das frage ich mich auch immer. Ja. Wahrscheinlich die Verpackung. So, dann kam hier ein PS4-Spiel dazu namens Dark Souls 2 Schola of the First Sin. Das hat gekostet 33 Euro. Das heißt Schola. Schola? Mhm. Ich sage immer Schola. Für mich ist SCH ein Sch. Aber gut, School, das habe ich in der Schule gelernt. Ja, Schule. 33 Euro für Dark Souls 2. Das wird gruselig, oder? Dann kam hier ein Spiel dazu, wo ich sehr unzufrieden war mit dem Kauf. Nämlich Super Mario Sunshine. Ein Spiel, was ich nicht mehr habe und schon sehr lange versuche wiederzukriegen, in einem guten Zustand, in der Standardversion, nicht Player's Choice und preiswert, und es ist echt schwierig. Und dann habe ich das hier gefunden. Die Person hatte allerdings kein Originalfoto genommen, sondern so ein Google-Bild und hat irgendwie nur hingeschrieben, dass die CD halt in einem nicht so guten Zustand ist und so weiter. Hat irgendwie einen Riss und so, funktioniert aber trotzdem. Ja, ich habe es dann auch gekauft, weil das dann nur 5 Euro gekostet hatte. Dann kam das leider in diesem Zustand an, wo das Cover schon total zerrissen ist und so weiter, was ich sehr kacke finde, was ich nicht wusste. Und die Anleitung fehlt auch und die CD hat nicht nur einen Riss, sondern ein paar mehr und ist auch ein bisschen sehr zerkratzt. Also ein bisschen schlechter, als ich erwartet habe. Da fehlt sogar ein Stück. Deswegen habe ich dann mit der Frau da nochmal gesprochen und habe dann auch mein Geld wiederbekommen. Und hat gesagt, ich darf das dann trotzdem behalten. Also habe ich sozusagen nur die Versandkosten hier bezahlt. Und habe das jetzt erstmal, also ich könnte es jetzt spielen, aber ich hole mir das dann lieber nochmal schöner. Und tatsächlich, obwohl ein Stück bei der CD fehlt und Risse sind und Kratzer, ich habe es in die Wii reingemacht und ich konnte es tatsächlich spielen. Ich bin echt überrascht, aber... Was muss man machen, dass ein Spiel so aussieht, ne? Ja, also wie gesagt, eigentlich habe ich nur die Versandkosten bezahlt. Ja. Das Spiel ist richtig witzig, ich habe das da zum ersten Mal gesehen. Ja, die Welt kann das noch gar nicht. Das sieht lustig aus. Solltest du mal spielen. Ja. So, dann kam etwas dazu, was mich auch sehr gefreut hat, nämlich Borderlands 2. Habe ich zwar jetzt in der Handsome Collection, aber jetzt habe ich es auch nochmal auf PS3 in der Pappschuber-Edition hier. Finde ich immer cool. Und gekostet hat das 1 Euro, da habe ich überhaupt nicht Nein gesagt und bin sehr, sehr froh darüber. So, dann habe ich hier etwas abgekauft gehabt von dem lieben Otto. Das habt ihr auch in einem Video gesehen. Einmal Family Guy zurück ins Multiversum für die Xbox 360. Ist das gut? Ich habe es noch nicht gespielt. Ich muss es unbedingt noch spielen. Es geht, glaube ich, sogar Multiplayer. So Spiele aber zu Serien sind immer... Das hat leider englische Sprachausgabe. Es ist genau das, was mich bei South Park auch stört, weil ich mag einfach die deutsche Sprachausgabe. Ich hasse die englische. Ich echt? Mag die überhaupt nicht. Das hört man immer sehr selten. Ich liebe die deutsche. Immer sehr selten. Das ist halt unterschiedlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel an My Little Pony denke, da mag ich die englische lieber. Ja. Aber sowas hier, da mag ich die deutsche lieber. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Was ist das? Achso. Dann lassen wir mal sagen, das ist der Siegel. Dann waren noch folgende Spiele dabei. Dead or Alive 5 für die 360 und UFC Undisputed 2010. Und ein Hammer-Spiel. Diese drei Spiele haben gekostet 9,50 Euro und sind Hammer-Spiele. Hammer. Hammer. Ja. Dann kam ein Spiel dazu für den 3DS, das ich auch noch nicht gespielt habe, aber sollte ich mal tun. Nämlich Codename Steam, habe ich auch ein Unboxing gemacht, ist jetzt noch relativ frisch erschienen. Und gekostet hat mich das Ganze 30 Euro und das fand ich dann doch okay. Ja, so viel dazu. Aber Bravely Default nicht für so viel Geld kaufen. Naja, nee, das nicht. Das nennt man einer Logik. Versteht die Mary nicht. Ich auch nicht. Dabei ist das doch viel besser. Ja, dann habe ich zwei Pokémon-Spiele für den alten DS bekommen, nämlich Pokémon Mystery Dungeon Team Blau. Da sind Amiibos und, drauf. Ja, die kannst du auch benutzen. Und Team Dunkelheit. Und diese beiden Spiele sind von einem Tausch, also auch da nochmal ein Dankeschön.
Und das sind jetzt, glaube ich, auch die ersten Mystery-Spiele, die ich eigentlich gerade so habe. Vielleicht die werde ich mal spielen, habe ich vorhin noch erwähnt. Okay. Sehr. Vor allem, das habe ich gespielt früher mal. Dann spiel's nochmal. Mochte ich. So, dann kam dazu ein Mega Drive-Spiel namens Arrow the Acrobat 2. Ein Spiel, was ich gesehen habe, wo ich dann auch wusste, es ist ein bisschen wertvoller so, also jetzt nicht so hardcore, aber so ein bisschen schon. Und da habe ich dann ganze 35 Euro ausgegeben. Ist halt so ein Jump'n'Run und ich habe es, glaube ich, sogar schon auf Super Nintendo. Hm. Aber mir hat halt die Mega Drive Variante noch gefehlt. Ist das nicht ein super geiles Wortspiel? Acrobat. Ja, das ist das beste Wortspiel ever. Es ist eine Bad. Ich weiß. Ey, lacht. So, dann habe ich hier ein Spiel, wo ich erstmal wieder ohne Ende schwärmen muss, nämlich Castlevania Symphony of the Night in Japanisch für Sega Saturn. Heißt zwar eigentlich da ein bisschen anders, Aku, Maju, Dracula X, irgendwas, aber man weiß, dass es dieses Spiel ist und das gemeint ist. Gibt es auch leider nur in Japanisch, aber ich wollte es unbedingt haben, schon seit sehr vielen Jahren. Und es kostet auf Amazon irgendwas mit 100 oder 200 Euro und das habe ich überhaupt nicht verstanden oder eingesehen. Und das habe ich bei eBay mir ersteigert für 57,90 €. Ist zwar auch teuer, aber kein 100-Euro-Wesen. Und ich habe es endlich zum Spielen hier. Ich habe ja im letzten Video auch ausgepackt, im Neuzugänge-Video gezeigt, einen japanischen Sega Saturn, den ich mir geholt habe. Und darauf habe ich das auch gleich gespielt und durchgespielt. Und ja, es gab schon so ein paar Unterschiede, sage ich mal, die vielleicht dann doch bei der PlayStation-Variante ein bisschen besser sind. Aber hier gab es trotzdem auch ein paar Sachen, die ich hier auch ganz cool fand, die es halt bei der anderen Version dann nicht gibt. Und ja doch, finde ich echt gut und bin froh, das in der Sammlung zu haben. Die Unterschiede? Naja, das soll jetzt kein Review werden, aber es gab ein Relikt mehr, dass man zum Beispiel so rennen konnte oder schneller laufen sozusagen. Das war neu. Oder auch mit den zwei Umgebungen, die da neu sind, dieser Untergrundpalast und Gefängnis oder so. Die gibt es ja auf der PlayStation auch nicht, deswegen finde ich das hier besser. Aber hier ist wiederum schlechter, dass, glaube ich, die Ladezeiten ein bisschen länger waren und dass, wenn du auf die Karte gucken willst, das umständlich übers Menü machen musst, das ewig dauert. Auf der PlayStation musst du nur Select drücken, das geht viel schneller. Ja, beides hat Vor- und Nachteile, aber finde ich doch sehr interessant, mal beide Versionen gespielt zu haben. Ich immer unglaublich schick, die Cover. Ist einfach genial. Ja. So, dann kam was dazu, da kommen wir auch gleich dann wieder zu den Amiibo-Figuren. Nämlich Watch Dogs für die Wii U. Das wollte ich eigentlich gar nicht jetzt unbedingt haben, sondern das war so, dass ich bei eBay eine Amiibo-Sammlung gekauft habe und die Person hat gesagt, da sie das Spiel nicht mehr braucht, legt sie mir das einfach gratis mit dazu und deswegen habe ich jetzt Watch Dogs. Ja, coole Sache, ich finde das Spiel ja nicht so schlecht und dann kann ich das auch mal auf der Wii U ausprobieren. Das war also mit dabei, kannst du einmal darauf legen. Und dann zeige ich euch mal die Amiibo, die noch bei dem Kauf dabei waren. Hey, einmal Kirby, den lege ich mal auch gleich wieder hier unten hin, weil die Mary da nicht mehr so viel Platz hat. Dann haben wir hier Sheik, Toad Pilzkopf. Von der Super Mario Collection, den ich auch unbedingt haben wollte, wegen dem Captain Toad Spiel. Dann haben wir hier Samus, der Bewohner. Hat er keinen Namen? Nein, der heißt einfach nur Bewohner. Dann haben wir hier noch Bowser aus der Super Mario Collection, also ist der anders aussieht. Echt, dann ein Yoshi in der Super Mario Collection. Ja, wenn du den in meiner Packung da irgendwo noch siehst, da sieht er ein bisschen anders aus. Genau wie der Yoshi. Es gibt den, der so steht und den, der so seitlich steht. Hm, mir nie aufgefallen. So, dann gab es noch drei weitere, wenn ich da rankomme. Mario in ausgepackter Variante. Einen mega süßen Kirby. Ja, so die kleine rosa Kugel. Und einen Fox ein in ausgepackter Kugel. Variante. Ja, ich will sie halt ungern irgendwie mit Fit sauber machen, sonst mache ich die Farbe ab. Der war schon so. Der war schon so. So. Ist braun. Also diese ganzen Amiibo, was jetzt, wenn ich nicht ganz verzählt habe, glaube ich 10 waren. Wo ja zum Beispiel auch der Toad schon ein bisschen höher gehandelt wird, weil er selten ist, komischerweise. 10 Amiibo plus dann das Watch Dogs Spiel für 99,99 €. Das habe ich halt gekauft gehabt, weil pro Amiibo ein 10er fand ich jetzt okay. Vor allen Dingen, weil halt ein paar dabei waren, die ich unbedingt haben wollte. Und dann halt noch das Spiel. Bin ich super zufrieden. So, und dann habe ich noch eine richtig coole Sache bekommen, die ich auch schon sehr lange haben wollte für die Sammlung.
nämlich den The Legend of Zelda A Link Between Worlds Nintendo 3DS XL. Ja, ich habe ja auch den ganz alten von Ocarina of Time 3D eingepackt und nie geöffnet. Und den von Majora's Mask habe ich auch und den habe ich auch nie geöffnet. Und jetzt habe ich auch diesen hier nie geöffnet. Der ist nämlich auch noch neu und den wollte ich damals schon haben und habe extra noch bei Facebook gepostet. Ich sehe schon mein Geld wegfliegen und jetzt ist es endlich weggeflogen. Auf und davon und habe dafür diesen 3DS bekommen. Ja, habe ich in die Sammlung gestellt, lasse ihn da stehen und freue mich einen Ast ab. Ja, dabei war aber noch was anderes, nämlich ein paar Amiibo-Figuren. Wer hätte das gedacht? Nämlich 5 Stück. Einmal haben wir hier Wario. Sehr cool. Den mag ich übrigens auch sehr von der Verarbeitung. Der ist echt schick. Und hat ein komisches Kinn. Und Hurry Up, nicht vergessen. Ja, der richtig. War dabei. Dann war dabei eine Glurak-Amiibo. Und die beiden habt ihr ja vielleicht auch schon im letzten Video gesehen. Die habe ich ja neu verpackt gehabt. Und weil die jetzt nochmal da waren, habe ich sie halt ausgepackt, damit ich sie auch benutzen könnte. So, dann noch 3 verpackte Amiibos, die ich jetzt nicht ausgepackt habe. Nämlich einmal den Bewohner. Dann Lucina, ist ja auch ein bisschen selten und so weiter. Und jetzt habe ich davon schon mal eine, sehr cool. Auch das ist alles original verpackt. Und einmal Robin, auch von Fire Emblem. Mhm. Ja, diese 5 Amiibo-Figuren plus diesen super coolen 3DS, den ich schon sehr lange haben wollte, im Setpreis für 245 Euro. Finde ich, ist ein guter Preis für einen neuen 3DS und den Kram. Also, ich denke mal, da kann man nicht meckern. So, dann habe ich noch was dazu bekommen. Einmal ein Gameboy-Spiel. Das ist jetzt hier in Verpackung, also in der Schutzhülle. Das ist aber Bubble Bobble. Ein ziemlich cooles Puzzlespiel. Und gekostet hat mich das Ganze 8 Euro und ja, wollte ich haben. Mann, das ganze Sofa vibriert bei deiner Stimme. Meine Stimme ist einfach unglaublich genial. Männlich. Das ja, so, dann habe ich hier einen Game Boy Advance Titel, nämlich Castlevania Harmony of Dissonance oder Dissonance, wie auch immer. Habe ich bisher nur als Modul gehabt, jetzt habe ich mir das Ganze mal mit OVP gekauft. Das blendet mich. Leider fehlt hier, glaube ich, die Anleitung, aber ich habe zumindest schon mal eine Verpackung. Das Spiel finde ich auch gar nicht schlecht. Und gekostet hat mich das Ganze 18,50 Euro. Ist wieder so hübsch. Ja, Castlevania ist immer hübsch. Ja. So, dann kam noch was dazu. 2 Gameboy-Titel. Einmal haben wir hier die Schlümpfe im Albtraumland. Ja, in diesem Albtraumland, da bin ich auch öfter in meinen Träumen. Was, wirklich? Nee. Oh. Und dazu gab es noch Pocket Soccer. Hier ist zwar leider noch so ein Aufkleber drauf, aber immerhin ist die Verpackung dabei. Und ich habe ein weiteres geniales Fußballspiel in meiner Fußball-Fansammlung. Ja, Pocket Soccer. Diese beiden gab es zusammen für einen Zehner und haben mir noch gefehlt. Wieso nicht? Ja, dann noch ein Gameboy-Spiel, was mir gefehlt hat. Da ist zwar die Verpackung nicht mehr ganz so schön, aber immerhin ist sie noch vorhanden. Nämlich Donkey Kong Country 2 für den Game Boy Advance. Da habe ich nur den ersten und den dritten gehabt, jetzt habe ich auch den zweiten. Ja, ganzes Spiel komplett und gekostet hat mich das auch ein Zehner. So, dann habe ich was für die PSP gekauft, nämlich ein Spiel namens Lord of Arcana in der Kämpfergilden-Edition. Leider ist die Verpackung hier nicht mehr so schön und sieht auch nicht mehr so toll aus und hat hier so ein paar Knicke und so. War aber noch neu, als ich es gekauft habe. Ich habe dann aber die Folie abgemacht, weil die schon sehr oll aussah, sage ich mal. Ich weiß nicht, wo das lag, aber hat wohl jemand gefunden. Aber der Inhalt ist noch neu, das Spiel und das Artbook und so weiter und die Soundtrack-CD. Ja, wollte ich mir immer mal angucken irgendwann. Ich glaube, das war so ähnlich wie Monster Hunter, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. So ein bisschen, aber ist zumindest von Square Enix. Also wird nicht schlecht sein. Ja, wollte ich haben. Gekostet hat mich das Ganze 7 Euro und dafür, dass ich das Spiel jetzt endlich in der Sammlung habe, in der Special Edition, ist das doch okay. Nice price. So, dann habe ich hier ein Spiel gekauft, was ich auch schon sehr lange haben wollte für das Nintendo 64. Nämlich Resident Evil 2 in der OVP mit Anleitung und Modul und so weiter. Ja, mein Lieblings-Resident Evil Teil jetzt endlich auch für das N64 in Schutzhülle. Richtig cool und gekostet hat mich das 50 Euro, aber ich wollte es unbedingt haben. Da musste ich halt mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Ja, dann habe ich mir hier geholt einen Super Nintendo Controller in der Originalverpackung mit Anleitung. Auch sehr cool, hat man immer wieder gerne in seiner Sammlung.
und bezahlt habe ich dafür einen Zehner. Für einen Zehner mit Verpackung ist das in Ordnung. Dann haben wir hier auch natürlich noch ein super Nintendo-Spiel namens Tetris 2. Ja, ich habe Tetris 2 sogar schon hier, aber in der US-Version und nur das Modul. Jetzt habe ich auch eine PAL-Version mit Verpackung und so weiter. Sehr coole Sache. Hat mir noch gefehlt und hat mich ganze 15 Euro gekostet. Gab's mal bei Kaufhof. Ja, für wie viel? Kann man nicht mehr lesen. Ja, ist durchgestrichen. Gab's mal bei Kaufhof. 80 Mark oder so. So, und am Ende haben wir hier noch ein kleines verlassenes Nintendo 64 Spiel von Rare, nämlich Jet Force Gemini. Soll ja auch sehr gut sein. Ich habe es jetzt nur mal ganz kurz eingelegt, ob es funktioniert. Ich muss es dann mal wahrscheinlich richtig spielen und mir wirklich mal angucken. Weil Rare ist ja eine Firma von damals bei den N64-Spielen, die ich wirklich sehr gut finde. Ich kenne so ziemlich alle anderen Spiele. Conker, Banjo, Diddy Kong Racing und so weiter, Donkey Kong. Finde ich alle super. Und das hier war immer das Spiel, wovon ich Gutes gehört habe, was ich aber nie hatte. Und jetzt habe ich es mal. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, ob das wirklich so meins ist, weil man da nur rumläuft und schießt, so, keine Ahnung. Aber es soll gut sein. Ich werde es mir mal anschauen. Gekostet hat mich das 14 Euro und auf jeden Fall hat es in meiner Sammlung noch gefehlt. 6 Monate Garantie. Ja, dieses Tetris ist einfach härter. Ja, so, das war dann alles für diesen Monat. Ich weiß, dass es eigentlich nicht so viel war, aber manches war dafür wieder ein bisschen teurer, zum Beispiel der 3DS und so weiter. Und es waren halt sehr viele Amiibo-Figuren, wo ich schon selber fast schon durcheinander komme. Aber ich habe keine einzige. Ja, unglaublich. Ist da nur falsch. Was ist da nur los? Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Würde mich freuen und die Mary natürlich auch. Und ich hoffe, du hattest auch viel Spaß, in diesem Video dabei zu sein. Immer doch. Dann bist du nicht ganz so allein. Danke. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.